Beschriftet mit EDV-Nummer steht der Bubikopf im Bahnhof Markt Erlbach. Endpunkt der Nebenbahn, die in Siegelsdorf an der Strecke Nürnberg-Neustadt an der Aisch beginnt. Ein historischer Wagenpark, der in die Zeit der Epoche 4 passt, hängt am Haken. Lok und Wagen sollen die Zeit der DB ab 1968 darstellen, also die letzten aktiven Jahre der Baureihe 64. Fahrgäste gibt es nicht, denn es ist ein reiner Fotopersonenzug. Organisiert von Stefan Herrmann und den ostsächsischen Eisenbahnfreunden Löbau. Wie so oft haben die Fotografen und Videofilmer an der Strecke und natürlich die EK-Videoteams den Einsatz finanziert. Unter Volldampf ist 64419 auf dem Weg nach Siegelsdorf. Der Bubikopf gehört heute dem Verein Dampfbahn Kochertal. 72 Jahre hat diese 64 bereits auf dem Buckel. 1937 liefert die Maschinenfabrik Esslingen sie Fabrik neu aus. Ihren Dienst beginnt sie im März desselben Jahres in Waldshut, um dann in den nächsten Jahren recht oft die Heimatdienststellen zu wechseln. Auf dem Rückweg nach Markt Erlbach legt der Fotopersonenzug in Langenzenn einen Halt ein. Die Nebenbahn nach Markt Erlbach ist eine alte 64er Strecke. Nürnberger Maschinen waren hier bis Ende der 60er Jahre unterwegs. 64419 war mehr im Süddeutschen beheimatet. So war nach dem Krieg das BW Freiburg ihr Zuhause. Danach Landau, Bayreuth, Friedrichshafen, Ulm, Heilbronn und schließlich Crailsheim, wo sie im Juli 1974 ausgemustert wurde. Über 46 Jahre lang stand die Baureihe 64 im aktiven Dienst. Liebevoll als Bubikopf bezeichnet, konnte sie in allen ihr gestellten Aufgaben mehr als befriedigen. Schließlich machte auch die Zuverlässigkeit sie zu einer beliebten Lokomotive. Geschätzt wurden die Sportstärke, aber auch ihre Leistung von knapp 1000 PS.